Also wenn ich die Frage korrekt beantworten wollen, müsste ich eine technologische Herausforderung nehmen. Aber ich glaube, dass die größte Herausforderung nicht Technologie ist, sondern dass wir das eigentlich sehr gut beherrschen. Und da mache ich mir keine allzu großen Gedanken. Ich glaube, dass die größte Herausforderung die Tatsache ist, dass sich natürlich in den nächsten Jahren ein Trend fortsetzen wird, nämlich dass sich die Hardware immer weiter kommoditisiert und Wertschöpfung über Software passiert. Und wir in diesem Kontext lernen müssen, Software als Produkt zu begreifen und auch als Produkt zu vermarkten. Und wie jedes hardwareorientierte Unternehmen, auch der letzten Jahrhunderte hätte ich jetzt fast gesagt, glaube ich, dass das die größte Herausforderung für uns und für den gesamten Maschinenbau ist.